Katzenbrücki wird ab jetzt ein Subathon. Das heißt, für jeden Sub bleibt Katzenbrücki 3 Minuten länger im Stream. Und wenn ihr nicht subbt, dann verschwindet er. Gegen Mundo, Alter. Wenn ich mir die Kombo da ansehe, habe ich aber gar keinen Bock auf das Game. Ich spiele gar nicht gegen Mundo, ich spiele wieder gegen Jax. Okay, wir haben gelernt, Level 1 nicht traden gegen Jax. Wenn mein Q resettet, wäre das gut gewesen. Oh, Junge, ich kann... Warum macht der so viel Damage auf Level 1? I don't get it. Wie soll man das spielen? Man darf ja wirklich Jax gar nicht traden auf Level 1. Muss ja komplett respekten. Oh, das war smart von ihm, Alter. Aber dass er das spielen kann, ist auch schon wieder saudumm. Ja, der kommt nicht Base. Wir können jetzt töten, glaube ich. Nein, wir werden jetzt instant gegankt. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Zack, zack und dann tot. Oh no. Ich habe irgendwie gedacht, die Wave pusht, aber habe ich mich leider verkalkuliert. Wir greeden das Plate hier. Ich habe überlegt, ich mache jetzt einfach als Geschäftsmann, der ich bin, Katzenbrücki wird ab jetzt ein Subathon. Das heißt, für jeden Sub bleibt Katzenbrücki 3 Minuten länger im Stream. Und wenn ihr nicht subbt, dann verschwindet er. Und dann werde ich reich, weil jeder will Katzenbrücki. Bin einfach so genial, oder? Ja, warum kann er das? I don't get it. Verstehe Jax nicht, Leute. Ich müsste doch viel stärker sein als er. So, jetzt sagt mein... Also mein Gefühl sagt, ich überrenne den jetzt, Leute. Also, dass das close ist, verstehe ich nicht. Legit nicht. Ich verstehe es nicht. Warum? Das sollte doch nicht close sein, oder? Ich habe alles getroffen. Er ist ein Level unter mir. Und ich habe Item Advantage. Warum ist es close? Das Matchup so schlecht für mich? Also ich verstehe es legit nicht. Ich denke, ich sollte einfach überrennen. Jetzt, also jetzt sollte es vorbei sein. Jetzt habe ich Blade. Wie die von mir, dass ich staye? Wahrscheinlich. Aber jetzt soll ich ihn aber komplett überrennen, Leute. Jetzt gibt es hier nichts mehr. Oh mein Gott, das gibt's noch. Oh, wenn ich die Minions hier noch zu mir kommen, dann, wenn ich den Turmshot nicht kriege, überlebe ich das und kill den Mundo auch noch. Ja gut, ich bin mein Prime immer bei dir und trotzdem werfen sich die Frauen nicht um meinen Hals. Was mache ich falsch? Dauert noch, Kamui. Du musst 80 Monate Subs sein, dann kommt das. Fühlt sich gut an, dass der Angst haben muss vor mir. Ach man, ich wünsche, ich würde so geile Mucke wie Martin Garrix machen, ey. Der ist so krass. Irgendwann, Leute. Irgendwann. Immer fleißig üben, ja. Eben. Dann sich 25 Philly Garrix. Ja, irgendwann. Wir werden mit dem Lifestyle-Merch feiern. Good News, Ende Januar kommt der Shop wieder online. Mit dem Lifestyle-Sachen. Diesmal gibt es auch Mützen, T-Shirt, Hoodie. Letzte Male. Und einen exklusiven Fiero-Hoodie. Der wird richtig geil. Schon das ganze preislich liegen. Was Fufi für ein Hoodie? Also, letzte Male haben die Hoodies 44,99 gekostet. Was ich sehr, sehr, sehr fair fand für die Qualität. Jetzt ist alles natürlich durch die ganzen Inflationsdings und Zulieferer und so ein bisschen teurer geworden. Keine Ahnung, ob wir 50, ob das diesmal klappt mit 50. Kann ich nicht sagen. Muss ich nochmal durchrechnen alles. Bisschen teurer als 45 wird es auf jeden Fall diesmal. Aber ich denke, unter 50 bleiben wir. Hä? Oh nee, wir verlieren jetzt. No, we lost. Nein! Let's go! Der zweite! Die G. Mein zweiter Area-Penta. Junge, und direkt die 10 Sub gibt's auf den Penta. Yo, what the fuck? Ich muss öfter Penta-Kills machen, ne? Jungs, ist gut. Beruhigt euch. Ich wurde gerade ein neuer Yi-Main gebaut. Ich glaube, ich sollte Katarina spielen. Würde mir finanziell sehr helfen. Was ist denn jetzt hier?
Oh, der hat keine Armor mitgenommen. Holy shit. Hier, Flash raus. Junge, wie hat denn da niemanden getroffen? Da musst du auch erstmal kriegen, Junge. Schon Bock, die zu killen. Ich habe auch Ignite ab. Der Barrier wahrscheinlich. Nee, sie hat keine Barrier. Actually, spielt sie mit TP. Mhm, ein schöner Kill. Wir gönnen uns noch das Plating, warum denn nicht? Ist immer noch da, klar, mein Glücksbringer. Lux ist so desperate, Alter. Ganz weirdes Game hier. Die Spotlane TP'd. Okay. Jetzt ist das Game leider vorbei für sie, ne? Oh, der Garen kommt jetzt mit, aber den kill ich doch auch easily. Vielleicht hätte ich move sollen. Wahrscheinlich hätte ich move, ne? Was meint? Er war tot jetzt, ne? Wenn die scheiß Vayne nicht wegkickt, ne? Wäre das ein ziemlich geiles Play geworden. Für die Samira steht 15-1. Ich habe einen Vision Score von 1, Leute. Welcher Loser hat einen Vision Score von 1 in dem Game? Das ist ja, aber das bin ich. Eigentlich auch eher so eine FF-Linke für die Gegner, oder? Boah, kommt drauf an, Shuri mal. Also ich esse eigentlich mittlerweile zwei Sorten, hole ich mir immer. Das ist Berglinseneintopf und Chili, das Vegane. Und den Berglinseneintopf esse ich einfach so, wie so eine Linsensuppe mit einem Stück Brot dazu. Und Chili gönne ich mir bei meinen Nudeln oder Reis noch dazu. Jetzt spalten wir mal hier für die Samira. Ich opfer mich. Ja, mittlerweile bin ich eine Irelia-Legende, Uma. Mittlerweile bin ich eine kleine Irelia-Legende. Muss das sein? Also Garen muss ich auch ehrlich sagen, brauche ich nicht in dem Spiel. Kack-Champion. GG.